Hallo, liebe Antje, schön dich zu sehen. Hallo Susanne, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ja, fein, dass wir heute unseren zweiten Talk haben zum Thema Verstand und Herz zusammenbringen. Ich bin schon wieder neugierig auf unseren Austausch und ja, und dass wir diese beiden wirklich sehr wichtigen Systeme, sage ich mal, unser Herz und unseren Kopf, ja, dass sich das immer mehr annähert zu einer Einheit. Das ist ein großer Wunsch von mir. Absolut, dem kann ich nur zustimmen. Und ich weiß nicht, wie es dir es gerade geht. Bei mir ist aktuell einfach so ein Thema, das heißt Chaos. Es ist im Außen gar nicht so schlimm. Also ich könnte jetzt gar nicht im Äußeren sagen, oh Gott, da sind so viele Dinge, die passieren gerade. Es ist zwar einiges los, aber von außen betrachtet würde ich sagen, na ja, das ist jetzt alles nicht dramatisch, aber im Kopf fühlt sich das alles total chaotisch, an. Wie geht's dir da aktuell? Ja, viel los. Ganz viele Impulse, viele Eindrücke, sei es das, was von innen kommt, aber schon auch ein bisschen, was von außen auf mich zukommt. Ich erlebe so wie ganz unterschiedliche Facetten und also so eine klare Struktur einzubringen, so von einem zum nächsten. Ich sage jetzt mal linear, was man so vielleicht gewohnt ist vom Zeitmanagement und nee, nein, geht nicht mehr. Und ich bin sowieso so schon ein Typ vom Moment heraus zu leben, aber jetzt ist das, hat es nochmal zugenommen auch, dass es mehr darum geht, das ist so mein Gefühl, sage ich jetzt einfach, was ist jetzt gerade dran und dem nachzugehen. Und am Ende des Tages ist auch was getan, aber in einer anderen Form. Und vielleicht was ganz anderes, als man sich vorgenommen hat, Ja. ne? Weil Dinge einfach auf einmal da sind. Genau. Also was ich auch erlebe, ist, dass so emotionale Zustände stärker in den Vordergrund kommen. Also aus der Tiefe heraus Themen, Gefühle, die da sind. Und die letzten Wochen waren bei mir auch sehr intensiv vom Aufarbeiten von bestimmten Themen. Also es kommt einiges wieder hoch, merke ich auch bei meinen Klienten. Und ich glaube, dass wir wirklich der Zugang zu unserem Inneren, zu unserem Herzen, innere Stimme, dass da die Intuition jetzt nochmals wichtiger wird, dieses Vertrauen in sich zu stärken. Weil sonst kann man sich recht schnell verloren fühlen. Und der Halt, der dann nicht mehr da ist. Wir haben, glaube ich, letztes Mal schon, hatten wir schon kurz anklingen lassen. Das fand ich war nochmal ganz spannend, zu sagen, okay, wir haben schon häufig davon gehört, ne, Verstand, und Herz zusammenbringen, haben wir auch quasi als Titel. Und ja, da ist ja immer wieder die spannende Frage, ja, wie kann ich das überhaupt unterscheiden, ne? Also ich glaube, der ein oder andere kennt dieses Gefühl von, ja, da kommt jetzt etwas auf mich zu, wo ich mich mit beschäftigen darf, wo vielleicht auch eine Entscheidung gefällt werden muss oder wo ich mir eine Meinung zu bilden muss. Vielleicht ist es noch relativ einfach, zu sagen, okay, ich mache jetzt mal meine Liste und Pro und Contra und das ordne ich meinem Verstand dann an der Stelle meistens auch zu. Und gleichzeitig gibt es aber irgendwie ein Gefühl dazu, was man aber gar nicht so richtig beschreiben kann. Und da gibt es ja unterschiedliche, ja, Umgangsformen mit, ne? Also ich kann es natürlich komplett ignorieren und mich noch mehr Genau. auf meine Pro- und Kontraliste versteifen. Oder ich lande dann, ne, gefühlsmäßig und kopfmäßig doch irgendwann im Chaos, weil ich zwar, ja, das, was da das Herz, womit es sich beschäftigt, zwar wahrnehmen kann, aber irgendwie gar nicht einordnen kann. Ne? Ja, Und das ist das. die Herausforderung. Und ich denke, deswegen kommt, du hast ja jetzt selber gesagt, nochmal dieser Chaos zustande, ja, weil wir sind es einfach auch oder für die meisten Menschen gewohnt, uns auf den Verstand zu verlassen und da die Informationen zu bekommen und die Impulse, was ist jetzt dran und das analysieren. Aber das andere ist stärker geworden. Also diese Gefühlsseite, die intuitive Seite, die weibliche Seite, die kreative Seite, also die rechte Gehirnhälfte, die ja mit dem Herzen verbunden ist. Als würde die einfach mehr Raum bekommen. Das hat was auch mit der Schwingungserhöhung zu tun. Momentan ist ja das ganze magnetische Erdfeld auch im Chaos. Da passiert ganz viel. Und das alles hat eine Auswirkung auf uns.
Und deswegen ist es ganz wichtig, auch Instrumente zu haben, zu wissen, wie mache ich das jetzt. Das können auch mal eine Technik sein oder eine Vorgehensweise. Wie gehe ich da mit diesen Gefühlen um auch? Weil das Einfachste ist wirklich, wie du sagst, wieder sich auf den Verstand konzentrieren, dann will man es da abhaken, aber das geht nicht mehr. Dann kann es eben sein, dass ich nenne es jetzt wirklich Gefühle, die können sich auch über Körperthemen ausdrücken, auch einen überrollen. Ja? Die übernehmen dann das Ruder oder die Gangart, das Tempo, was auch immer das ist. Und lieber habe ich noch irgendwie die Regie, indem ich bewusst hinschaue, was ist jetzt gerade da. Ja, und da, ne, gefühlt wieder so ein bisschen das Steuer in die Hand zu bekommen, wenn man so im Chaos ist. Es gibt ja so eine schöne Übung dazu, die wir auch schon beide in unterschiedlichen Settings gemacht haben. Magst du da mal ein paar Sätze zu sagen? Ich finde die so toll. Ja, weil ja auf die Frage ist, spricht mein Kopf zu mir oder mein Herz? Ich nenne es jetzt einfach Herz, wo ja auch die ganze Intuition enthalten ist. Und ganz eine einfache Übung, die ich sehr, sehr schätze, um da das mal zu differenzieren und auch mal überhaupt herauszufinden, in welcher Qualität spricht mein Verstand zu mir? Das kennen wir ja meistens. Und in welcher Qualität spricht mein Herz zu mir? Der Verstand ist ja meistens ein bisschen sachlicher, analytischer, trockener, linear. Ja, du kannst das machen oder jenes. Ich mache jetzt ein Beispiel. Man kann zum Beispiel ein Thema wählen, wenn ich vielleicht mit einem Menschen momentan eine Herausforderung erlebe. Ja? Dann schreibe ich mir dieses Thema auf, Situation mit XY, Verhalten von. Und dann stelle ich mir die Frage, was sagt mein Kopf dazu? Und dann schreibe ich alles auf, und schriftlich ist da ganz, ganz wichtig, was mein Kopf dazu sagt. Grenze dich ab, führe ein Gespräch und so weiter und so fort. Also der wird dann seine Ideen haben. Und das, was er kennengelernt hat, aufgrund von Erfahrungen und gute Ratschläge bringen. Und dann, wenn vom Kopf nichts mehr kommt, aber wirklich absolut nichts mehr, alles ausgeschüttelt, dann stelle ich mir die Frage, und was sagt mein Herz dazu? Und dann kommen die Antworten ja von einer anderen Ebene. Und das ist jetzt auch schon im Raum, die Qualität. Die sind dann feiner, wärmer, würde ich auch sagen, gütiger, wohlwollend, mild, umfassender. Und die bringen dann nochmal eine andere Energie hinein, eine andere Sichtweise auch hinein. Das könnte dann sein in Bezug auf diese Person. Verbinde dich mit dir selbst, ja, verbinde dich mit dem Herzen über diese Person. Was sagt diese Person über dich selbst aus, zum Beispiel, ja? Also Antworten auf dieser Ebene könnten dann auftauchen. Und dann schreibt man sich das auch alles auf. Und dann, das ist so der erste Schritt, wo ich lerne, diese Unterschiede wahrzunehmen. Und da auch wichtig, es geht nicht um besser, schlechter, richtig, falsch, sondern, okay, Antwort Kopf, Antwort Herz. Und kann ich das dann auch zusammenbringen? Was ist für mich schlüssig? Was, welchen ersten Schritt setze ich da? Kann ich das miteinander verbinden? Um das geht es eigentlich. Also unterschiedliche Qualitäten und Ressourcen miteinander zu verbinden. Und das Schöne ist ja auch, dass es wirklich zu jedem Thema geht, ne? Also du hast ja gerade ein Thema angesprochen, was vielleicht in einer Beziehung oder anderen Menschen zu tun hat, wo vielleicht sowieso auch Emotionen schon da sind, wo man sagt, na ja, das passt dann vielleicht besser. Aber ich habe neulich auch einen im Einzelcoaching jemanden gehabt, der über eine berufliche Situation nachgedacht hat und über eine Veränderung und ist ihm da jetzt auch schwer gefallen, ist da jetzt wirklich eine Entscheidung zu treffen, welchen Weg geht er? Und dann haben wir diese Übung gemacht und da hat der Verstand gar nicht lange sprechen müssen, ne? Der hat einmal gesagt, ja, der Weg, puh, anstrengend, ja, kriege ich hin, muss ich aber ganz viel tun und so. Und das Herz hat im Prinzip gesagt, ja, ganz einfache Botschaften, ne?
feier dich, feier dein Leben. Und da ging es jetzt nicht darum, und die Lösung war jetzt nicht, hör auf zu arbeiten und feier jetzt nur dein Leben. Aber die Person hatte sofort eine Idee dazu, nämlich zu sagen, okay, und dieses feier dich und feier dein Leben, das geht nur in dieser Variante. Alles andere fühlt sich schwer und anstrengend an. Und er hatte sofort einfach ein Gefühl für sich, ja, ja, in welche Richtung es gehen kann. Ne? Ja, ja das erschließt sich dann meistens. Ja. Wie von selbst, also so wie, als würde man eine Tür öffnen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Da braucht es dann nicht viele Worte. Das geht über das Fühlen, über das Spüren. Und das ist ein sehr hilfreicher Zugang. Gerade bei Entscheidungen ist das ja auch so wichtig. Ja, Ja. dieses innere Vertrauen und zu stärken. Und was ich erlebt habe bei der Übung oft auch, also wenn zu Beginn oft ist es so, dass der Verstand und das Herz wirklich oftmals etwas auseinandergehen. Und mit der Zeit, ja, das nehme ich auch bei mir selbst oft wahr, sind sie sehr ähnlich geworden, die Aussagen. Ja, sie nähern sich an oder ergänzen sich aus, auch. Also es muss nicht immer so gehen. Und das ist, das nennt man dann ja auch diese Kohärenz, diese der Gleichklang, so wenn Kopf und Herz im Einklang sind, wenn die Informationen wieder fließen. Weil wenn dieser Fluss da ist, dieser Austausch, der ständige, ja, der innere Dialog auch, dann ist es auch meistens ganz klar, was ich zu tun habe. Da brauche ich mich ja gar nicht mehr fragen. Also das wäre so dieses Endergebnis, wenn ich da, oder das stellt sich dann mit der Zeit heraus. Und das ist das Zusammenbringen wieder. Ja, und das habe ich in dem Setting, ne, bei diesem Klienten auch genauso erlebt, dass es, ne, klar sind die Botschaften erstmal recht widersprüchlich, waren sie aber in dem Sinne gar nicht, sondern sie haben einfach nur diese unterschiedlichen Aspekte mit reingebracht, ne? Und dann auf der Basis zu sagen, okay, ich kriege da aber, und das ist das Entscheidende, glaube ich, was eher dann einfach vom Herz dann halt auch kommt, ist ja ein Gefühl dazu zu bekommen. So, und dieses Gefühl erstmal wahrzunehmen und das zu spüren. Und dann ist es der Verstand ja auch mehr als gefragt, zu sagen, Mensch, was ist denn, was sind jetzt denn noch Punkte, die vielleicht wichtig sind zu berücksichtigen? Und wie kann das dann zusammengehen? Ne? Und das ist dann eine schöne Symbiose von beiden. Ne? Ja, Symbiose, genau. Und den Verstand dann auch wieder zu nutzen und dann zu sagen, okay, wie kann ich das umsetzen? Wie organisiere ich mich jetzt? Wie gehe ich weiter? Da brauchen wir den Verstand. Ja. Absolut. Aber diesem Gefühl, dieser Seite in sich einfach den Raum zu geben, das ist jetzt das Wichtigste, sonst komme ich nicht mehr weiter. Ich glaube, da früher oder später stehe ich dann wieder an. Ja, da kommen dann die Widerstände, da kommen die Themen dann hoch, dann wird es mühsam, dann wird es schwer. Und das ist genau das, was jetzt ansteht und deswegen ist die Intuition so wichtig und dieses und unser Herz so wichtig. Ja, absolut. Ja, nur ist gerade, ne, so dieses Stichwort leicht, ne, so, ich glaube, ja, das wünsche ich auch mal vielen Menschen, ne, dass sie sich das erlauben, einfach mal den leichten Weg einfach mal zu spüren und zu sagen, okay, wenn ich da eine Idee habe, ja, gut, das kann ich natürlich machen, aber das, ja, das wäre ja viel zu einfach. Ja. So. Und das finde ich immer ganz spannend, weil man halt merkt, da ist so ein innerer, ja, Antreiber, innerer Kritiker. Das können ja ganz unterschiedliche Rollen bei einer Person sein. Innerer Anteil, der dann irgendwie sagt, nee, das muss aber anstrengend und das muss schwer sein und muss da nochmal drüber nachdenken. Und dem zu vertrauen, ne, diese in Kombination mit dem Vertrauen, diese Leichtigkeit in dem Moment wahrzunehmen, wenn man mal so ein Gefühl hat von, ja, eigentlich weiß ich gerade, was ich will, sich das zu erlauben und zu sagen, ja, und mit dem Gefühl und mit dieser Leichtigkeit gehe ich jetzt einfach mal weiter und überlege, okay, wie könnte denn der Weg aussehen, wenn ich in diesem Gefühl die nächsten Entscheidungen treffe? Und ich glaube, da gibt es schon der ein oder andere, der da natürlich auch Angst vor hat, weil er ja diesen Glaubenssatz für sich hat, okay, es muss aber irgendwie anstrengend sein. Und da, ja, das Vertrauen zu haben, dass das auch genauso okay ist. Ne? Ja.
Ja, diese Muster tauchen dann auch auf, die Ängste, die Widerstände, das, was einen so blockiert, weil die Intuition wahrnehmen, das Herz wahrnehmen, es steht auf dem Papier, das ist eine Sache. Dann habe ich es. Und dann sage ich, okay, und was mache ich jetzt damit? Und ich glaube, dieses im Grunde, in unserem tiefsten Herzen, wissen wir wirklich, wohin die Reise geht. Unsere Seele kennt den Weg. Bis das ins Bewusstsein kommt, braucht es ein wenig. Und es kann sogar da stehen, aber es ist noch nicht ganz angelangt. Und das sind genau diese Muster dann hinderlich, oder ich mache es noch auf die alte Art und Weise, oder auch, was sagen da die anderen, wenn ich jetzt das mache? Also das Umfeld ist ja da auch sehr wichtig, diese Ängste, was dann auftreten. Und ich habe so jetzt bei mir selbst, aber auch bei meinen Klienten so erfahren, es gibt dann den Moment, die Zeit, wo das eigene Bewusstsein reif ist dafür. Und der kommt. Und manchmal ist es aber sehr noch leider auch mit Schmerzen oder mit, eher so mühsam auch. Also ich muss da nicht hindurchgehen, bevor ich so weit bin. Ja. Einfach diese Öffnung, dass das Beste für mich da ist, dass das Leben das Beste für mich will, ist wichtig. Dann geht es ein bisschen leichter. Weil wenn ich irgendwo innerlich noch Nein sage zu etwas, dann, ja, dann kommt es halt noch nicht ganz an. Und ich glaube, das ist dann der letzte Widerstand, der dann noch die Tür öffnet. Die Tür Und das, dafür. was du sagst, ne, die Ängste, die damit verbunden sind, zum einen, okay, was denken die anderen über mich? Was hat das für Konsequenzen? Welche Veränderungen kommen dann auf mich zu? Vor allem, wenn ich einmal erlebt habe, okay, ich habe es auf eine andere Art und Weise verstanden. Wenn ich zu dem natürlich zu 100% Ja sage, dann ergeben sich meist Konsequenzen oder Veränderungen daraus. Ja, wo es mir vielleicht auch an der Stelle erstmal leicht fällt zu sagen, okay, wenn ich diese Erkenntnis habe, und ich sie jetzt einfach nicht mehr ignorieren kann, dann bedeutet das auch automatisch eine Veränderung. Und da sind dann häufig natürlich auch Ängste mit verbunden, ne? Ja. Weil man ein Muster unterbrechen darf, weil man sich anders verhält als sonst und man dann natürlich wieder die Sorge hat, okay, wie wirkt das auf andere? Mögen die mich dann noch? Denken die, ich spinne jetzt? Ja, Also da sind ja genau. ganz viele Ja. Bedürfnisse, die dann auch ins Wanken geraten, weil ich natürlich dazugehören möchte. Ne? Das ist einer unserer wichtigsten Bedürfnisse und natürlich da irgendwo in Verbindung mit anderen sein möchte. Und wenn ich das Risiko eingehe, zwar näher an mich ranzukommen, aber gleichzeitig die Angst damit verbunden ist, hey, vielleicht trenne ich mich dann von anderen, dann ist es, glaube ich, ein schmaler Grat für sich zu entscheiden, okay, folge ich diesem Gefühl, was ich jetzt erleben durfte, oder gehe ich den alten Weg weiter? Ne? Ja. Ja, weil es geht wirklich in die Tiefe. Und das ist kein so, jetzt mache ich ein bisschen Pseudo-Intuition und befrage mal Engelskarten, das ist ja ganz nett und so. Aber es geht wirklich um mich selbst, um mein Dasein, um die Sinnfrage, wozu bin ich auf der Erde, was will das Leben von mir, was habe ich dazu erfahren. Und das kann manchmal auch bedeuten, eine große Veränderung, ein Wandel, der da ja, mit sich folgt einfach. Und das ist ganz natürlich, dass die Ängste auftauchen. Und das ist auch wichtig. Ich glaube, in dem Moment, wo ich mich ganz ehrlich mit meinem Herz, mit meiner Intuition beschäftige, mich dafür öffne, macht es auch Sinn, dass diese ganzen Ängste, die ganzen Themen mit an die Oberfläche kommen. Ja, weil solange ich die herumtrage, bin ich ja auch nicht ganz frei, sondern die werden so, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, dann Schritt für Schritt mit angeschaut, geklärt, aufgearbeitet, dürfen dann gehen. Und erst heute sagte zu mir eine liebe Bekannte, Kundin, sie sagte zu mir, wann hört denn das dann auf? Ich arbeite so stark an mir seit 10 Jahren. Das sage ich, es hört nicht auf, es wird nur besser. Und das ist auch meine Erfahrung. Es geht nicht so, jetzt habe ich alles erledigt und ich hake ab, sondern ich verbinde mich noch tiefer mit mir. Ich werde noch freier. Mein Bewusstsein erweitert sich noch mehr. Ja?
Ich glaube, dass man sich das gar nicht so vorstellen kann. Erst kürzlich hatte ich so mal den Gedanken, ja, wie würde sich dann das anfühlen, wenn ich absolut frei wäre von diesen Mustern, wieder diese freie Seele sein hier auf Erden, wenn es überhaupt möglich ist. Wow, das muss genial sein. Und ich glaube, um das geht es, um diese Entfaltung zu sein, wie ich bin. Ja, und ein spannender Aspekt, den ich auch in der heutigen Zeit wichtig finde, ist das Thema Zeit. Also das, was ich so um mich herum wahrnehme, ist ja. Und klar, wenn man sich im Bereich Persönlichkeitsentwicklung mit bestimmten Dingen beschäftigt, laufen einem natürlich ganz viele Bücher und Ratgeber über den Weg, die vom Grundsatz gibt es viele tolle Sachen drin und gleichzeitig können sie auch sehr überfordernd sein, weil sie einem das Gefühl geben, hey, du musst dich nur intensiv genug Genau. mit dir beschäftigen und dann kannst du das Maximale aus dir rausholen. Also so dieser Selbstoptimierungs Ja, wahr. Druck, der teilweise da ist und das, was du eben angesprochen hast, diesen wirklich, die sich dafür zu öffnen und zu sagen, ich höre da jetzt auf mein Herz und mit aller Konsequenz, das braucht auch Zeit. Und so wie der Weg dann sich zeigen wird, den habe ich ein Stück weit manchmal gar nicht in der Hand. Und das zuzulassen und ja, und ich glaube, es bedarf ganz viel Mut tatsächlich, sich die Erlaubnis zu geben, mal still stehen zu bleiben und nicht den nächsten Schritt zu gehen und nicht irgendwie eine logische Konsequenz aus irgendwas zu ziehen, sondern einfach mal stehen zu bleiben und wahrzunehmen. Da bedarf es, ich habe immer gedacht, das wäre irgendwie normal, aber ich erlebe es bei mir selber ja auch immer wieder, dass es nicht normal ist, sondern dass ich auch schon wieder denke, ah, jetzt habe ich eine Erkenntnis, ah, jetzt muss ich ja den nächsten Schritt gehen, sondern das einfach mal wahrzunehmen und das einfach mal stehen zu lassen und es bedarf Mut, weil ich glaube, das ist auch so neben dieser oberflächlichen Frage, hey, wie geht's dir? Wie läuft's bei dir? Ja, ist ja auch so eine Frage. Ja, und da ist ja auch oft unterschwellig diese Erwartung, ja, und jetzt bin ich gerade da und jetzt mache ich gerade dies und danach kommt das. Also, und da mal die Antwort zu geben, ja, ich stehe hier gerade. Ja, ich stehe. Das hört man eigentlich selten. Ja, und da, das, was du da ansprichst, ist ja der wichtigste Teil dann, da geht es ja um die Integration. Ja, und wenn ich da wieder weiterhüpfe, dann kann ich es nicht integrieren, weil mein Eindruck ist, ich habe eine Erkenntnis, es ist etwas im Bewusstsein und dann braucht es diese Ruhe, dieses Innehalten. Für mich ist das so wie, okay, so aufgewühlter Sand, der sickert dann wieder runter an den Boden, erreicht eine neue Ebene. Und aus dem heraus bin ich eh schon anders. Ja, da kommt ja eh schon was Neues, wenn ich mir da die Zeit gebe. Das ist ganz, ganz wichtig. Dieses Verinnerlichen auch von dem Ganzen, was jetzt da ist. Oder auch die Zeit zu nehmen, überhaupt zu empfangen, zu spüren, wahrzunehmen. Was man sich ja selten gibt auch. Aus Angst wieder, dass da Gefühle kommen, die ich nicht haben will. Also das ist so ein bisschen dieser Kreislauf, wo wir dann drinnen sind, ja. Und diesen Selbstoptimierung, die du angesprochen hast, weil da fehlt mir komplett das Gefühl und den Zugang zu mir selbst. Was ist jetzt mein individuelles Dasein? Was ist für mich jetzt wichtig? Ich bekomme da immer Schuldgefühle und denke mir, irgendwas mache ich jetzt falsch. Ich bekomme es nicht so auf die Reihe. Und wenn ich da reinspüre, sage ich, okay, ich mache es auf meine Art, auf meine intuitive, mein Zeitmanagement schaut dann so aus, mein Tag anders oder meine Art und Weise. Und man kann sich da immer was rauspicken, nicht? Das sind schon Elemente drinnen, aber das ist so einseitig, ja? Sondern ich glaube, dass das Individuelle nochmal zunimmt. Die Unterschiedlichkeit. Jeder ist anders. Meine Persönlichkeit, wie mache ich es für mich? Das ist Ja. im Grunde das Wichtigste daran. Ja. Ja. Und jeder hat sein eigenes Tempo, ne? Also das ist ja auch das Entscheidende. Man hat vielleicht manchmal, bekommt man ein Buch oder einen Hinweis und man sieht es und man hat da überhaupt keine Resonanz zu. Und vielleicht ein Jahr später bekommt man dasselbe Buch nochmal empfohlen oder es steht irgendwo wieder und es begegnet einem und man denkt sofort, wow, Yes. also da ist jetzt die Erkenntnis für mich drin und das ist für Ja. mich auch immer
Ja, ein schönes Beispiel dafür, dass jeder sein Tempo und seinen Zeitstrahl hat, ne? Und Ja. der ist halt absolut relativ. Und wenn man Genau. aber in dem Vertrauen ist, zu wissen, okay, wenn es wichtig war, ne, dann, also ich kenne ganz viele, die sich ganz viel aufschreiben von jedem immer wieder Bücherempfehlungen und dann wollen sie die alle durchlesen und dann schaffen sie das alles nicht und Genau. überfordern sich da total. Und ich kenne das, das ist jetzt nicht so, dass ich das nicht kenne. Aber ich bin inzwischen so, dass ich Bücher tatsächlich eher scanne, als dass ich sie Ja. lese. Also wenn ich diesem Drang nicht widerstehen kann, oh, das interessiert mich irgendwie und ich muss das jetzt auch irgendwie unbedingt lesen, dann scanne ich es im Prinzip nur noch. Einfach mal Und durch. da, wo irgendwie ein wichtiger Gedanke ist oder manchmal ist es dann nur ein Satz oder irgendwas, was ich ganz spannend finde. Und dann weiß ich, okay, das Buch mit diesem Satz war jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt das Richtige. Und wenn ich später nochmal lese oder nochmal scanne, dann ist vielleicht was ganz anderes Wichtiges. Oder es kommt irgendwann der Punkt, wo ich denke, ja, jetzt lese ich es echt nochmal von A bis Z, ne, weil das ist jetzt gerade mein Thema. Und ja, sich das auch zu erlauben, nicht zu sagen, ja, das habe ich schon durchgearbeitet und Genau. wie die wichtigsten Dinge rausgeschrieben. Ja, aber du machst es dann ja auch intuitiv. Ja, da ist die Absolut. Fülle da, was picke ich mir da heraus, was ist Ja. jetzt, und da vertraust du dir. Ja, Ja. und fertig, um das geht es jetzt. Ja. Was ist jetzt dran? Und Ja. schlussendlich, das ist die Vorgehensweise. Und einmal kann es so sein und das nächste Mal wieder anders. Und ich glaube, da dürfen wir einfach noch viel mehr und Selbstvertrauen, dass alles richtig ist mit mir, dass es stimmig ist, dass das meine Art Absolut. und Weise ist. Und hilfreich ist natürlich manchmal auch Bestätigung von außen. Deswegen sprechen wir jetzt darüber, Ja. dass ihr euch alle bestätigt fühlt und sagt, ah, okay, das gibt es, das darf so sein. Und das ist das, was wir ja auch den Menschen da mitgeben möchten. Ja, sich selbst vertrauen. Ja, wieder an sich selbst glauben, der eigenen Intuition, dem eigenen Bauchgefühl vertrauen. Das ist das Thema. Ja, und zu diesen Dingen halt auch stehen, ne? Also ich habe dann bei den Büchern durfte ich halt lernen, dass viele Leute dann inzwischen wissen, ich lese viele Bücher und dann fragen sie mich vielleicht auch, ja, hast du das und das Buch gelesen? Gelesen finde ich dann schon relativ. Dann sage ich, ja, ich kenne das. Ja, worum geht es denn da und so? Und da kann ich im Moment also inzwischen ganz, ganz gut mit sein, dass ich sage, du, das kann ich dir gar nicht sagen. Genau. Also ich habe da einen Satz für mich rausgenommen, den fand ich gut. Ansonsten weiß ich gar nicht, worum es in dem Buch geht, auch wenn ich es gelesen habe. Und das ist halt so ein Prozess, den man dann für sich dann halt jetzt an diesem Beispiel, ne, halt auch sehen darf, zu sagen, ja, mein eigener Anspruch ist es nicht, dieses Buch von A bis Z Ja. durchgelesen zu haben und auch anderen gegenüber ist es mir nicht wichtig, ne? Aber erst wenn ich das für mich verinnerlicht habe, kann ich auch entspannt mit solchen Dingen halt umgehen, Ja, ne? das geht ja nicht mal darum, etwas wiederzugeben, ja, und sagen, okay, ich da, 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 sondern, weil was da auch noch ist, die Essenz von dem Buch oder was auch immer, ist ja da drinnen in dir. Der Zugang ist da. Also ich habe etwas verstanden, ohne dass ich es wiedergeben kann, aber ich weiß, es ist bei mir angekommen, in meiner Tiefe, mein Herz weiß es und mehr brauche ich dann nicht. Und das kann auch, ein Gespräch sein, wo man gar nicht spricht, wo ich aber verbunden bin mit der anderen Person. Ich erlebe es in der Natur so häufig, dass ich kann es gar nicht in Worte fassen, was ich da erfahre. Also ich liebe Plätze, schöne Plätze, Orte, da bin ich dann einfach und bin ganz beseelt und da passiert mit mir etwas. Und erst wenn ich dann wieder weg bin, merke ich, okay, da hat der Ort, die Landschaft, das hat was mit mir gemacht. Ich kann es nicht in Worte fassen, aber ich spüre eine Veränderung. Und schlussendlich geht es um das dann. Ja? Was verändert sich da? Und wo bekomme ich diese Impulse her? Durch welche Art und Weise? Das kann die Musik sein, das kann der Tanz sein. Also das ist der Zyklus des Lebens, dass sich immer wieder was verändert, egal was ich mache. Ja. Und das ist erfahrenes Wissen. Ja, die sich, ja, das in den Zellen drinnen ist, sage ich dann immer. Und das mit mir wieder was macht. Und das finde ich dann so schön. Das Ja. berührt mich dann einfach. Ja. Ja.
ohne es auf der Verstandsebene anderen erklären zu können, so wie du es gerade gesagt hast, ne? Das ist, Genau. geht mir häufig so, wenn mich jemand fragt, was wir für einen Bezug nach Südafrika zum Beispiel haben, dann kann ich immer nur sagen, ja, für mich ist das magisch. Ja, also klar, so ein paar Dinge, die mir an dem Land natürlich gut gefallen, die ich auch formulieren kann, ne? Sei es das Klima oder die Tiere, auch die Natur, all das. Aber es gibt natürlich 1 Million andere schöne Plätze auf der Welt. Ja, also warum ist es gerade das? Und erstens weiß ich gar nicht, ob es bei anderen Orten auch so wäre. Das habe ich bisher nicht erfahren oder erlebt. Aber da habe ich es bisher erfahren und ja, da findet man auch keine Worte für. Und deswegen ist unsere Empfehlung einfach immer nur hinzureisen und es auszuprobieren. Und entweder macht man dieselbe Erfahrung oder halt eben nicht. Ne? Ja, und da auch wirklich den Tipp, wo zieht es mich hin? Ja. Ja? Und das habe ich in letzter Zeit auch oft gemacht. Wir sind jetzt sehr spontan, haben einen Camper und da muss ich ja nicht buchen und planen und da einfach nur, okay, wo möchte das Herz jetzt hin? Ja? Und das finde ich total interessant, weil die Erfahrungen waren jedes Mal genial. Und so, als würde das Herz sagen, ja, jetzt brauchst du das, ja, jetzt brauchst du vielleicht Berg, jetzt brauchst du vielleicht Wasser. Und das kann ich auch vor Ort. Ich muss jetzt nicht weit fahren, einfach auch in der näheren Umgebung. Wo zieht es mich heute denn hin? Ja, wenn ihr Berge habt, natürlich hier in Südtirol ist das möglich, nach oben oder eher ans Wasser oder in den Wald hinein, auf eine Wiese. Also da schon beginnt Intuition. Ja, wie kann ich mich dann nähern? Was tut mir jetzt gut? Fülle an Menschen zum Beispiel. Ist ja auch schön, eher was Lautes ist oder eher Stille und Ruhe. Also welche Energien, welche Qualitäten sind jetzt für mich gerade wichtig? Und da lerne ich auch, mir zu vertrauen. Und da kommt auch noch ins Spiel, dass unser Körper reagiert, weil wir oft sagen, ja, Intuition ist sowas Geistiges und was Feines und nur Herz, sondern unser Körper gehört auch dazu. Also weil zum Beispiel Bauchgefühl, sagt man, ja, das spüre ich sehr deutlich im Körper. Das ist ein Aspekt von der Intuition. Und das Spüren. Und das Einfachste ist, dehnt sich da mein Körper aus? Fühlt er sich leichter an, entspannt oder nicht? Ganz simpel. Ja, Und da so. habe ich Zugang. Ja. Ja. Und weil du es gerade ansprichst, ne, Bauchgefühl, das finde ich immer ganz spannend. Wir ja, haben ja immer viel das Herz auch im Blick und ich erlebe häufig, dass Menschen dann sagen, ja, da habe ich ganz auf mein Bauchgefühl gehört. Und ich glaube schon, dass das auch noch mal einfach ein Unterschied ist. Also klar hat es auch viel mit Intuition zu tun, aber es ist ja auch der Sitz der Emotionen. Und so, und wir schreiben dem Herz ja einfach auch noch mal ja andere Eigenschaften zu. Also auch zum Beispiel das Thema Weisheit, ne? Also wirklich so dieses intuitive Wissen an der Stelle und ja, vielleicht hast du da auch noch mal Erfahrungsbeispiele, welche Qualität Bauchgefühl und welches das Herz mit sich bringt. Ja? Da habe ich auch eine ganz einfache Übung, wo man das ganz spüren kann. Für mich ist das Bauchgefühl auch den Instinkten zugeordnet. Das Instinktive. Ich sage jetzt beim Essen ganz einfach, ein Teller steht da vor mir, ich rieche dran und dann spüre ich das, mag ich das nicht, aber das spüre ich da weniger im Herzen. Ja, im Bauch. Und wenn ihr vielleicht in der Natur unterwegs seid, probiert es mal aus. Dauert 10 Minuten die ganze Übung. Die ersten 3 Minuten geht ihr mit dem Kopf. Ich gehe mit dem Kopf. Einfach spazieren gehen. Mit dem Kopf gehen. Und dann macht ihr so, ja, 100 Meter so circa oder so, 3 Minuten lang circa. Bleibt ihr stehen. Wie war dieses Gehen? Wo war ich mit der Aufmerksamkeit? Wie hat sich mein Körper angefühlt? Was habe ich gespürt? Was war da das Besondere daran? Einmal schütteln. Und danach gehe ich mit dem Herzen wieder 3 Minuten oder die gleiche Strecke circa. Was ist jetzt anders, wenn ich mit dem Herzen gehe? Und da gibt es schon einen großen Unterschied. Wirklich einfach probieren. Ich sage jetzt nicht weg. Und dann wieder nach circa 3 Minuten schütteln, ja,
oder länger machen, spielt auch keine Rolle. Und dann gehe ich mit dem Bauch. Und dann gibt es wieder einen Unterschied. Und dann spüre ich das, aha, mein Kopf, mein Herz, mein Bauch. Und dann merke ich die Unterschiede. Und das finde ich in der Natur im Gehen so hilfreich, weil es dann ja auch, wenn ich hier sitze und sage, okay, jetzt kommt mein Bauch, jetzt kommt mein Herz, jetzt kommt mein Kopf, da kann ich es auch wieder besser wahrnehmen und differenzieren. Ja, ganz schöne Übung, finde ich auch, ja. Ja, eben Spaziergang mit Kopf, Herz, Bauch. Ja, sehr schön, ja. Voll schön. Ja, jetzt wissen wir, was wir noch zu tun haben, oder? Spaziergang, was kann ich sagen? Hier regnet es gerade ganz viel und das ist so, ne, da darf gerade ganz viel gereinigt werden. Ja. Und ich war neulich einmal in der Sauna und lag in der Sonne und dann hat es geregnet und dann hatte ich die Augen zu und ich wurde gewärmt und gleichzeitig hatte ich überall so Stippen auf der Haut. Also das war so eine tolle Mischung und ja, da wirklich beide Qualitäten, ne, mitzunehmen und zu sagen, okay, auf der einen Seite wärmend, auf der anderen Seite jetzt gerade erfrischend und reinigend, ist gerade, ja, vielleicht bei dem Thema Chaos einfach auch eine schöne Idee, ja, die Natur da jetzt wieder als Unterstützung zu nehmen. Ne? Die Vielfalt der Natur, von einem Moment auf den nächsten verändert sich das Wetter und wir gehen halt mit dem Leben, ja, mit der Natur und ja, und das geht's. Fein. Ja, schön. Schön, Antje. Ja, danke. Ich danke dir für dieses wieder so schöne Gespräch und ja. Auch sehr erfüllt jetzt und berührt und habe wieder neue Gedanken bekommen, die ich heute mit, ja, bei uns scheint die Sonne mit rausnehme, die Wärme und mein Herz ja noch ein bisschen berühren lasse von der Sonne heute. Das ist jetzt wichtig. Ja, und ich freue mich, dich wieder bald zu sehen. Auf das nächste Mal. Wir werden wieder Themen vorbereiten. Ein paar interessante Fragen. Ich bin mir sicher, da fällt uns wieder unfassbar viel ein. Ich freue mich schon. Ja, und dir schöne Zeit in Südafrika. Lass dich beseelen und nähren. Ja, das mache ich. Ja. Eine gute Zeit dir auch. Danke, bis dahin. Ciao, Mach's gut. Tschüss. Für dich, Baba.